Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Coral Island. Ja, wir sind schon fast, also ich würde schon sagen, wir sind Ende Sommer. Ich hoffe, das wird auch bald mal im echten Leben so sein, weil wir sind jetzt in der zweiten Woche, wo es nur über 30 Grad ist und ich habe einfach keine Lust mehr und es ist mir alles zu warm und ich hasse dieses Wetter, abends kühlt es nicht runter. Es nervt. Wenn ich um 22 Uhr von der Arbeit komme und mein Temperaturanzeige sagt 27 Grad, dann ist das zu viel. Um 22 Uhr. So. Einfach mal beschweren. Ich hasse den Sommer. Ich hasse ihn wirklich. Andere haben eine Winterdepression und oder sowas. Ich habe Sommerdepression. Es deprimiert mich, dieses Wetter. Wenn es einfach so warm ist. So. Ihr habt jetzt geerntet und dabei geflucht. Sehr schön. Ist doch wenigstens auch was. So. Was machen wir? Alles. So, letztens haben wir ja sowieso erst verkauft. Wir sind, ja, wo sind wir eigentlich bei? Wir sind dabei, unter Wasser alles fertig zu machen. Weil wir haben ja jetzt das Wandgemälde. Attraktion ist halt auch einfach nur warten. Es ist halt viel warten. Es ist halt jetzt derzeit viel warten. Darauf, dass die Sachen fertig werden. Wir müssen. Was müssen wir denn? Übrigens, es geht ja in der Höhle weiter. Ist aber egal. Es gibt keinen Fahrstuhl mehr, es gibt nichts mehr, es gibt kein Ende mehr. Es geht einfach immer nur weiter. Also ist es relativ egal, ob wir jetzt da reingehen oder nicht. Tatsächlich, weil es ist einfach nur, um vielleicht die Fossildinger zu sammeln, um Kampf zu sammeln, um Steine zu sammeln, um diesen ganzen Kram zu sammeln, ist das halt. Aber für uns eigentlich relativ irrelevant. Klar könnten wir Fossile damit sammeln, aber ich habe auch. Alles gut bei meinen Tieren, oder? Ist das. Normal? Müssen Haustiere sich so verhalten? Wir ignorieren das mal. Ich gehe mal in die Unterwasserfarm, da habe ich keine Haustiere. Die sind mir ein bisschen zu verwirrend. Sie verwirren mich, indem sie sich da ständig im Kreis drehen. Das verwirrt. So, wir wollten. Haben wir? Nee. Wir brauchen noch. Wir wollten, haben wir? Nee, brauchen noch. Gut. So, wir haben wieder ein paar Kürbisse. Oh, die sind weg. Oh, die sind weg. Das Ding ist auch da. Ist weg. Ich glaube, ich hatte sogar noch, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich sogar noch. Ja, hier. Siehst du? Nachher werden wir sowieso nur noch diese Kürbisse haben. Die gehen sowieso relativ schnell. Warum ist hier nichts angesetzt? Was für ein Lulatsch war da? Zufällig? Nö. Lassen wir das erstmal. Ich hätte gerne die eine Nummer größer Sprinkler tatsächlich, aber das dauert noch. Weil wir nur 120 brauchen wir insgesamt. Wir haben 12. 19. 28. 39. 42. 49, das ist nicht 50. Es fehlt noch an allen Ecken. Tatsächlich. Es fehlt noch an allen Ecken. Schlimm. Ja, mehr kann man unter Wasser auch derzeit dann echt nichts tun. Das ist leider ein bisschen ungünstig. Ich würde tatsächlich ein bisschen Zeit skippen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder ins Bett. Weil wir können nichts tun, weil wir müssen auch darauf warten, dass im Gewächshaus die Dinger weiter wachsen, dass das fertig ist. Hier, dass das fertig ist. Damit wir die speziellen Unterwasserfrüchte ansetzen können. Und sonst
haben wir halt tatsächlich gar nichts. Wir müssen auf Wind warten. Das kann ich nochmal ganz kurz nachgucken. Ich habe schon gehört, ich kann auch einfach Pech haben. Es gibt keinen Wind. Aber ich will das gar nicht hören. Ich will einfach nur motiviert werden und sagen, hey, noch ein Tag. So morgen kann man zum Beispiel schon mal was machen. Wieder. Da können wir nämlich weiter ausbauen. Dann haben wir die Attraktion nämlich auch fast fertig. Guten Tag, da bin ich wieder. So, gib mir Wind. Ja, vielleicht im Fernsehen gucken. Komm schon. Oh Mann, scheiße, wir haben echt kein Glück, oder? Scheiße, Mann, wir haben wirklich kein Glück. Oh, das wird voll in die Hose gehen mit dem Wind. Nein, ich will nicht noch eine Jahreszeit warten. Nur, dass irgendwann mal Wind kommt. Kann ich Wind beschwören? Ich mache alles dafür. Ich tanze auch. Und das ist schon eine Drohung, möchte ich es nennen. Okay, ich brauche einen Kaffee. Aber nur die Bohnen. Trinken tut man keinen Kaffee. Kaffee ist bäh. Kaffee ist viel zu erwachsen für mich. Ich darf Kinderkaffee trinken. Ich weiß nicht, warum es sowas gibt, wie Kindercola und Kinderalkohol und weiß ich nicht. Irgendwie ist alles kindermäßig. So, ich schieb hier einfach mal den Kaffee rein. Dann kann der Kaffee mal machen, was er will. Dann kann der Kaffee mich mal. So, ich lasse meine Tierchen raus. Das Pferd steht seit einem Jahr nur auf der Stelle. Wir sind definitiv ein Biobauernhof. Unsere Tiere bewegen sich einfach. So, wenigstens dürfen die Tiere raus und draußen spielen. Zufällig Früchte fertig, die sahen ja tatsächlich relativ fertig aus. Ich bin mir gar nicht sicher. Nö. Ach doch, da. Brauchte ich Karotten für irgendwas? Warum liegen hier noch Karotten? Brauchte ich Karotten? Für irgendwas? Warum waren da noch zwei Karotten? Habe ich die einfach nur so angesetzt? Warum waren da Karotten? Ich bewahre die mal ganz kurz. Ich bewahre sie mal ganz kurz auf. Ich habe keine Ahnung, ob wir die irgendwo brauchen, aber warum waren da Karotten? Warum liegt da Stroh? Und warum bin ich so alt, dass man das noch kennt? Alle, die das kennen, warum liegt da Stroh? Die sind alt. Ich möchte es nur mal sagen. Ich möchte euch nur mal sagen, dass ihr dann auch alt seid. Ist nicht fertig geworden. Nicht fertig geworden. Aber wir sollten vielleicht mal vielleicht noch ein paar Vogelscheuchen machen, wa? dämliche Lache. Okay. Wir wollen ja nicht, dass die Unterwasserraben uns hier irgendetwas wegnehmen. Verdammte Unterwasserraben. Ich lasse das hier einfach aufalgen, ne? Weil wir ja sowieso irgendwann mal Tiere haben. Irgendwann mal. Also lasse ich das mal einfach aufalgen. So, ich habe da Okraschoten. Die verkaufe ich jetzt, weil ich hart bin. So, weil ich hart im Business bin. So. Ja, das war's schon wieder. Wir haben gar nicht so viel zu tun derzeit. Das ist. Wir warten auf dies, wir warten auf das. Ich würde mich wieder ins Bett legen. Wir skippen einfach mal ein paar Tage durch. Mein, selbst das hier dauert ewig. Selbst das dauert ewig. Guck mich nicht an, du Kaninchen, du. Hart gedisst. Wir gehen ins Bett. Ja, der Minigolfplatz ist fertig. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal nicht ins Bett. Jetzt haben wir was zu tun. Jetzt haben wir was zu tun. Nämlich die letzte Attraktion bauen. Vielleicht noch mit unserer Frau Minigolf spielen gehen. Auch mal schauen. Und Wind haben wir ja heute, morgen auch. Und ach, Wind. Der Wind.
Ist immer noch nicht da. Ein ganzer Sommer ohne Wind. Das ist hart. So, wir haben garantiert wieder irgendwas zum Ernten. Okay. So viel bräuchten wir auch unter Wasser. Also wirklich die Menge hier an dem Zeug, was wir hier haben, bräuchten wir auch unter Wasser. Ich sollte mich mal daran machen, Silber-Seetang-Essenz zu machen, oder? Ich glaube, das brauchten wir dafür. Fällt mir jetzt mal gerade so ein. Sonst können wir, glaube ich, nicht die Spring... Brauche ich für den Sprinkler-Essenzen? Bronzebarren und Silber-Seetang. Okay, Gold-Seetang werden wir so finden. Sonnenorbs können wir kaufen. Silberbarren müsste ich denn mal gucken. Dass wir ein paar Silberbarren, dass wir wirklich auch so viele Sprinkler herstellen können. 17 langt vollkommen aus. Wenn wir zwei pro Ding brauchen, können wir 8 Dinger machen. Das sind, wir brauchen mehr. Habe ich? Oh, ich habe sogar. Ich hoffe einfach jetzt so aus dem Kopf, dass wir Silber brauchen. Ich mache einfach mal eine Riege Barren hier. Lass mich mal in Ruhe, ihr Tiere. Alter, sind sie rollig. Wie die uns anrolligen. So, jetzt haben wir da nochmal wieder 2, 4, 25 Dinger. Sollte doch lang. Hier habt ihr ein paar Algen. Einmal kurz zu den Tieren und dann gucken wir uns mal an, ob wir heute Minigolf spielen können. Brauche ich die Batterien noch? Ich könnte sie zur Not auch kaufen, so ist es nicht, aber... Es ist so furchtbar, wenn man so reich ist wie wir. Wir haben wirklich schon wieder 1,3 Millionen, also... Ich sammle sie einfach ein. Was soll denn der Geiz? Das sind 6 Batterien, die wir eventuell für die Dinger brauchen. Für die Fossil-Dinger. Ich bin mir nicht 1 Milliarden-prozentig sicher, aber es kann ja sein. Hier. Gabe. Wir haben keine Wolle mehr, Alter. Wir haben keine Wolle mehr. Wir sollten mal unten alles einsammeln. Weißt du, was mache ich mal schnell? Ich gehe mal ganz schnell zu den Tieren und sammle mal alles ein, was wir da haben. Weil das müsste eigentlich theoretisch echt viel sein. Alter, was für ein Rudelbums an Pokémons. Ich weiß nicht, ich hatte gerade Pokémon im Kopf. Ach ja, wir haben ja jetzt 2 goldene Milchkühe. Nice. Wir werden nicht alles mitbekommen. Sehr schön. Die anderen Eier hole ich gleich. Arbeitet nämlich schon nichts mehr. Ist ja fast wie bei mir, wenn ich auf Arbeit bin. Hier arbeitet nichts mehr. Hallo, hallo. Jetzt gibt es noch ein paar Eier. Ein paar vor allem. Das sind irgendwie ganz schön viele Eier. So, und dann gucken wir uns gleich mal den Minigolfplatz an. Oder wir gehen gleich mit unserer Frau Minigolf spielen. So, jetzt arbeiten die Maschinen auch wieder. Tiere sind wieder leer. Gut. Gut, gut, gut. Kann man mitarbeiten. Gut. Tschüss, tschüss. So, ich habe keine Zeit mehr für euch. Tschüss. Wir könnten zwar nachgucken, ob unsere Feldfrüchte fertig sind, aber tschüss. Gerade nicht. Up, up and away.
Sie hat ein Geschenk für mich. Ey, nice. Du hast von Alice Regenbogen-Sandwich erhalten. Ey, nice. Das klingt... Okay, das klingt... Das sieht... Schmeckt so gut, wie es aussieht. Das sieht tatsächlich gut aus. Was, du willst Minigolf? Kein Ding. Warte, lass mich nur denken. Nein, das will ich nicht schenken. So, bleib hier. Zum Abhängen einladen. So, wir gehen natürlich Freizeitzentrum und wir gehen Minigolf spielen für 200. Ja, Minigolf. Oh, ich liebe Minigolf. Ich spiele wirklich sehr gerne Minigolf. Das einzige Problem ist, wir haben hier keinen Minigolfplatz in der Nähe. Oh, so ein cooles Adventure-Minigolf. Ach, geil. Das hätte ich auch getroffen. Okay, ich will diesen Minigolfplatz. Was war's? Mit dir hat man immer Spaß, Case. Den hat man wirklich. Ja, danke, ne? Danke. Danke, dass das mal jemand sagt. Danke, dass das mal jemand sagt, dass man mit mir Spaß hat. Endlich sagt's mal jemand. So. Spielhalle. Letzte Attraktion. Batterien, Osmiumbarren, das haben wir alles da. Wir... Wobei, doch, Osmium-Seetang müssen wir auch... Ich glaube, das haben wir alles da. Ich glaube, wir können das auch gleich machen. Ich habe das Gefühl, kann man das goldene Hühnerkostüm... Kann ich gewinnen? Kann ich denn auch spielen? Okay, das interessiert mich aber. Da sind irgendwelche Plüschis links drin. Okay, 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 wir sind abgelenkt. Osmium-Schrott können wir kaufen. Mal sehen, wie lange ich jetzt noch reich bin, wenn dann die Spielhalle mich süchtig macht und naja... dann süchtig sind. Ich gehe mal ganz kurz Schrott kaufen. Wir brauchen 200 Schrott, das ist ein ganz schön Haufen. Hi, ich hätte gerne Schrott. Ich brauche nicht viel. Nur 200. Ich brauchte genau 210. Weil wir diese 10 nämlich noch für was anderes brauchen. Das war schon geplant. Braucht ihr jetzt nicht so auslegen. Das war geplant. Gucken uns aber auch gleich nochmal den Minigolfplatz an. Aber jetzt will ich das erstmal mitnehmen, sonst vergesse ich es innerhalb von 5 Minuten, was wir brauchten. Das wäre wieder schlecht. Gut, dass wir Batterien haben. Batterien. Osmium-Dings da. Osmium-Das da. Knapp. Ich gebe zu, knapp. Aber wir haben es, also ist alles gut. Das heißt, die letzte Attraktion ist jetzt auch in Arbeit. Die Spielhalle. Und wenn die fertig ist, dann haben wir alle Attraktionen fertig und dann ist Stadt auf S und dann geht es uns gut. Zap. Na klar, fang an. Fangen Sie an, junge Frau. Dauert bestimmt auch 5-6 Tage, wa? Ja. Dauert bestimmt auch 5-6 Tage. Nam, 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 nam. Was möchte ich denn jetzt überhaupt? Ich glaube, wir gehen erstmal wieder zu unserer Farm zurück. We're going back to unserer Farm, denn we are looking in the Gewächshaus for ob Obst fertig ist und dann we are looking to the Unterwasserfarm for making neue Unterwassersaaten. Was ist denn? Ist nicht fertig, ist nicht. I can't believe that is nichts fertig. Lass mich raten, nicht fertig. Keine Ahnung, ist das fertig? Ja, die sind fertig, okay. Diese Dinges. Diese Dingens.
Brauche ich sowieso hier unten. Irgendwie. Ansonsten weiß ich ja, wo sie sind. Für heute. Wartet. Okay, ist das normal, wenn man alleine zu Hause ist, aber Fußstapfen hört? Kam jetzt nicht auf das Wort. Wenn man Fußstapfen hört, ist das normal? Sollte ich mir Gedanken machen? Nee, alles gut. Okay. Ja, rein theoretisch müssen wir schlafen gehen. Das werden wir jetzt auch tun. Vorher lugern wir nochmal, ob hier irgendwas fertig ist. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das getan habe. Ich bin jetzt ein bisschen paranoid und gucke die ganze Zeit nach hinter mich. Ich habe Angst. Falls dieses Video nicht hochgeladen wird, kriegt ihr es eh nicht mit. Und dann bin ich sowieso schon nicht mehr da. Fünf Tage, dann ist die Spielhalle fertig. Okay, ja, dann machen wir noch die Folge gleich zu Ende und ja, wir verabschieden uns und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, also morgen, wenn wir das Übliche machen, das, was wir jetzt auch gemacht haben. Tja, gut, bis morgen. Tschüss.